Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute nochmal Dubaro, weil ich mir dachte, ich schaue mir mal die PC Games Hardware Ratgeber-PCs an. Und zwar einmal diesen hier für 1100 Euro, die 2000er Edition für 2000 Euro und den 3100 Edition für auch 3100 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz nochmal ein Hinweis zu unserem Discord, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt zu PCs, euch irgendwas zusammenstellen lassen wollt oder ähnliches, dann könnt ihr gerne hier drauf joinen. Wir haben hier auch ein Ticketsystem, da könnt ihr Tickets eröffnen, hier bei Config-Anfrage zum Beispiel. Dann haben wir hier verschiedene Tickets, wo euch dann weitergeholfen wird. Wenn ihr allgemeine Fragen habt oder Probleme mit dem PC, können wir euch da auch weiterhelfen. Starten wir also mit diesem PC. Das ist die 1100 Edition, die auch wirklich 1100 kostet. Hier wieder nur das Gehäusebild. Gut, hier unten ist so ein bisschen Hardware zu sehen, ja klar. Aber das hier ist soweit in Ordnung. Kein Bling-Bling, was irgendwie nicht drin ist oder ähnliches. Das passt soweit. Als Prozessor bekommen wir einen Intel i5-12400F. Den haben wir schon sehr, sehr häufig in den Videos gehabt. Der hat 65 Watt bis 117 Watt TDP, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Zum Zocken reicht der dicke aus. Zum Streamen von E-Sports Titeln, ja, das geht auch noch. AAA-Titel solltet ihr einen stärkeren Prozessor nehmen, sage ich auch immer wieder in den Videos, aber wir haben immer wieder neue Leute, die hier zuschauen, deswegen sage ich es immer dabei. Den meisten hängt es wahrscheinlich zu den Ohren raus, aber so ist es halt. Wie gesagt, zum Zocken ganz, ganz locker passt der, ist okay. Aktuelle Generation Intel, 1700er Sockel, da könnt ihr später wahrscheinlich sogar noch die nächste Generation Intel drauf laufen lassen auf dem Mainboard und der kostet 178 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein BeQuiet P-Rock 2 Silver. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 150 Watt, der reicht für diesen Prozessor auch dicker aus. Der hat 117 Watt in Spitze, klar, die genehmigen sich immer etwas mehr, aber 150 Watt TDP reicht. Vorausgesetzt, das Gehäuse ist ein gutes Airflow-Gehäuse, aber es ist auf jeden Fall besser als der Stock-Kühler, ja. Also für den Prozessor reicht der dicke. Und er kostet 31,86 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein Gigabyte B660 Gaming XDDR4. Was mich auf jeden Fall hierbei freut, dass sie kein Micro-ATX-Mainboard genommen haben, sondern wirklich Full-ATX Gigabyte B660 Gaming XDDR4. Empfehle ich auch häufiger mal in so günstigeren Systemen. Das kostet jetzt hier 1100, da passt das super rein. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden, beziehungsweise die ist hier auch verbaut. Hier kann noch eine rein, hier kann noch eine rein. Hier kommt die Grafikkarte hin. Hier unten könnt ihr noch erweitern mit WLAN-Karten oder Capture-Karten oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, 2x USB 3.1, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0. Die Onboard-Anschlüsse von der Grafik benutzt ihr sowieso nicht, weil ihr halt eine Grafikkarte habt und einen Netzwerkanschluss haben wir auch mit dabei. Was für die meisten vielleicht noch wichtig ist, das System hat kein WLAN. Ihr solltet da die Strippe legen oder euch vielleicht noch eine WLAN-Karte mit dazu holen. Ihr solltet darauf achten, wenn ihr das macht, nehmt eine AC-Karte. Das ist der aktuelle Standard, beziehungsweise AX. Das ist halt so top aktuell. Bitte keine BGN-Karte nehmen. Das würde zwar funktionieren, aber ihr habt dann nicht so den Datendurchsatz. Und das kostet 149 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB NVIDIA RTX 3060 beliebiger Hersteller. Hier haben wir freie Hand, das heißt, wir nehmen die Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge LHR. Die tun sich alle nicht sonderlich viel. Das Kühldesign ist meistens anders. Die eine Karte hat vielleicht 2% mehr Leistung als die andere. Aber das wird schon gehen. Ich weiß nicht, was sie genau verbauen. Wir haben jetzt einfach die günstigste genommen. Die kommt halt von Zotac. Das reicht für die AAA-Titel auf normalen Einstellungen. Auch natürlich E-Sports-Titel, ganz dicke FPS-Test. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt natürlich plant, mit WQHD und 4K auf hohen Einstellungen zu spielen, solltet ihr eine stärkere Grafikkarte nehmen. Und die kostet 419 Euro bei Octo24. Als Arbeitsspeicher haben wir hier 16 GB, 2x8 GB Dual-Channel, ganz wichtig, DDR4 G-Skill 3200 MHz AEGIS. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Es wird jetzt ab und zu in den Kommentaren gesagt, ich erwähne das zu oft, deswegen sage ich da nichts zu. Ich sage jetzt einfach nur, es sind 16 GB, ja, das ist okay in diesem Preisbereich. 3200 MHz erfüllt halt die Spezifikation vom Prozessor. Man hätte 3600er nehmen können, wären vielleicht 10 Euro mehr gewesen. Aber wie gesagt, es erfüllt die Spezifikation, deswegen will ich da gar nicht großartig meckern. Hat natürlich keine RGB-Beleuchtung oder ähnliches, wem das egal ist, ja gut, drauf geschissen. Und der kostet 54,80 Euro bei Mindfactory. Als Festplatte bekommen wir eine 500 GB Kingston NV1. Es gibt einige Leute, auch bei uns auf dem Server, die schimpfen auf diese SSD. Das hängt damit zusammen, wenn ihr viel kopiert, bricht die irgendwann ein von der Datenrate, was den normalen Gamer aber eigentlich gar nicht stört. Es ist eine günstige SSD,
die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Und wie gesagt, reicht zum Zocken völlig aus. Wenn ihr viel kopiert, nimmt eine andere. Eine Samsung 970 Evo oder was weiß ich, irgendwie sowas. Aber wie gesagt, die reicht dann erstmal aus. 500 GB finde ich leider ein bisschen wenig. Auch in so einem 1000-Euro-System oder 1100-Euro-System. Vor allen Dingen das letzte Video mit dem Kreativ-Ecke-PC, das hatte halt auch 1 TB. War, glaube ich, auch eine Kingston NV1. Also 500 GB sind schnell voll, je nachdem, wie viele Spiele ihr installiert. Windows ist ja auch noch mit drauf und die Treiber und so weiter. Deswegen, ich hätte mir 1 TB halt gewünscht. Aber so ist es jetzt halt. Und die kostet 42,80 € bei Mindfactory. Laufwerk haben wir keins mit drin. Netzteil 500 Watt Be Quiet Pure Power 11 cm. Erstmal zum Thema 500 Watt, das reicht dicke aus. Ihr habt natürlich nicht mehr so viel Puffer. Ihr könntet später vielleicht noch eine 3070 oder so da reinschmeißen, aber dann ist wirklich Schluss. Das ist, also 500 Watt finde ich wirklich ein bisschen wenig. Jetzt für das System reicht es. Wollt ihr erweitern, nehmt lieber ein stärkeres Netzteil. Qualitativ kann ich hier überhaupt nicht meckern. Das ist teilmodular. Das heißt, die Kabel, die nicht benötigt werden, kriegt ihr dann quasi mitgeliefert. Die sind nicht im Gehäuse irgendwo verbuddelt, sondern ihr habt die dann im Karton. Wenn ihr dann später vielleicht sogar noch eine HDD oder so einbaut, könnt ihr das Kabel einfach anstecken ans Netzteil. Dann fliegen die halt, wie gesagt, nicht im Gehäuse rum. Das hat 5 Jahre Garantie, 80 plus Gold-Zertifizierung. Das ist völlig in Ordnung. Die hätten auch ein System Power reinschmeißen können. Haben sie aber nicht. Finde ich super. Und das kostet 67 € bei Mindfactory. Gehäuse ist ein Kohling Strongholds schwarz mit Glasfenster. Ja, finde ich tatsächlich überhaupt nicht gut. Es hat zwar einen Lüfter vorne und einen Lüfter hinten vorinstalliert, aber der Airflow in diesem Case ist einfach für ein Poppes. Sagen wir es so, wie es ist. Es ist schlicht, es hat eine Glasscheibe und so, das ist alles okay, aber der Airflow überzeugt mich absolut nicht. Klar, die Hardware, die drin ist, die hat jetzt nicht so die Leistung und die Abwärme, die sie jetzt irgendwie erzeugen könnte. Die wird zwar warm, aber nicht so krass warm wie jetzt ein 12700K oder ähnliches. Aber es hat halt wirklich keine Meshfront oder ähnliches. Und diese Lüftungsschlitze sind so ziemlich die einzigen Schlitze. Vielleicht sind unten drunter noch welche, das kann sein. Aber das sind so ziemlich die einzigen, die halt irgendwie Luft durchlassen. Und wenn vorne ein Luffy drin ist, der muss das irgendwie da durchziehen und hinten wieder raus. Also ich bin davon absolut nicht begeistert von diesem Case. Sagen wir es einfach so, ich würde es so nicht kaufen bzw. verbauen. Wenn mich jemand fragt nach einem Case, sagen wir für 50 €, das wird es auf jeden Fall nicht sein. Und das kostet 52,94 € bei Mindfactory. Betriebssystem habt ihr keins mit dabei, das könnt ihr natürlich bei Dubaro mitbestellen oder über meinen Partner dann den Key kaufen mit einem USB-Stick installieren. Service, 2 Jahre Garantie, das ist Standard. Nur ein Retourenschein, also kein Pickup und Return, sage ich auch immer in den Videos mit dabei. Wenn ihr dann irgendwas mit dem PC habt, müsst ihr ihn selber zur Post bringen oder ihr drückt das dem Postboten in der Hand, wenn er gerade unten vor der Tür steht, zufällig. Dann wären wir auch hier schon beim Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 995,40 €. Das System soll kosten 1100 €. Also preislich gesehen ist das echt eine gute Sache, überhaupt kein Problem. Was mir persönlich nicht gefällt, ist, dass nur eine 500 GB SSD verbaut ist, dass auf Aegis RAM zurückgegriffen worden ist und das Gehäuse. Das sind so Sachen, wo ich dann sage, ich würde es mir so nicht kaufen. Ihr könnt damit natürlich arbeiten, wen das nicht interessiert, bitte. Diese 500 GB, die interessieren euch schon irgendwann, aber das mit dem RAM und dem Gehäuse vielleicht nicht. Aber das wären Faktoren für mich, wo ich sagen würde, nein, die würde ich jetzt so nicht kaufen, die Sachen, beziehungsweise dieses PC-System. Schauen wir uns mal den zweiten an. Da gehe ich jetzt nicht so krass drauf ein. Wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf. Ich mache den ersten immer ausführlich, ihr kennt das, den zweiten mache ich immer so peu à peu. Hier auch wieder das Gehäusebild. Gut, hier ist Hardware verbaut, das passt aber soweit. Hier ist wirklich so ein Luftkühler drin und auch die Grafikkarte, das könnte durchaus passen. Wir haben hier den AMD Ryzen 9 5900X. Danach kommt nur noch der 5950 bzw. der 5800X 3D. Also der 5900X ist ein guter Prozessor zum Streamen und zum Zocken und so. Super geeignet, überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier einen Be Quiet Dark Rock 4. Der reicht auf jeden Fall aus, um den Prozessor zu kühlen. Der Prozessor hat eine 105 Watt TDP. Der kann sich bis zu 144 Watt genehmigen. Der Lüfter bzw. CPU-Kühler kann aber 200 Watt abtragen. Von daher ist das in Ordnung, sofern das Gehäuse denn luftdurchlässig ist. Das ist immer die Voraussetzung. Wenn ihr jetzt natürlich in der Dachgeschosswohnung wohnt, ihr habt da wirklich hohe Temperaturen, könnte das vielleicht irgendwann eng werden. Aber so standalone passt das eigentlich. Wir haben ein MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. Das ist ein sehr gutes Board, X570 Chipsatz. Ihr könnt übertakten. Es hat Wi-Fi, es ist RGB beleuchtet. Also WLAN, Bluetooth, alles mit dabei, das ist okay. Wir haben eine 3070 Ti, FPS-Test dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Hier wissen wir aber auch nicht, welcher Hersteller das ist. Deswegen, wir hatten auch einfach die günstigste genommen, die wir gefunden haben. Hier haben wir 32 GB G-Skill Aegis RAM mit 3200 MHz. Das ist natürlich die Prozessorspezifikation, habe ich eben auch schon gesagt. Dass es Aegis ist, ist nicht so mein Fall, habe ich auch schon oft genug gesagt. Es sind 32 GB.
Das ist okay. Das ist in so einem Preispunkt auch angemessen. Hier haben wir eine 1TB Samsung 79 Evo Plus. 1TB ist schon mal nicht schlecht. Klar, das System kostet jetzt auch 2000 Euro. Sollte man sich vielleicht überlegen, ob man vielleicht noch ein bisschen mehr dazu nimmt oder irgendwie eine HDD. Viele sagen, sie wollen keine HDDs mehr. Dann schmeißen eine zweite SSD rein oder direkt eine 2TB. Wir haben hier einen 750 Watt BeQuiet Straight Power 11. Laut Netzteilrechner landen wir maximal bei 494 Watt in voller Auslastung. Das heißt, ihr habt noch gut Puffer, ihr könnt hinterher sogar noch eine bessere Grafikkarte reinschmeißen, wenn ihr das möchtet. Dazu muss ich noch sagen, es ist vollmodular und es hat auch 5 Jahre Garantie und 80 plus Gold, das ist völlig in Ordnung. Als Gehäuse haben wir ein MSI Gun Gear 110R RGB mit Glasfenster. Da sind auch schon 3 Luffys in der Front und einer hinten. Der Airflow wird bei dem auch nicht so geil sein, es hat keine Meshfront, das gibt es als Meshfront-Gehäuse, ja. Aber ihr seht, das Ding ist hier vorne relativ zu. Ihr habt hier unten ein paar Schlitze, hier an der Seite und hier oben. Es kann ausreichen. Ich hatte das Case noch nie zu Hause. Bei dem Kohling konnte ich euch sagen, dass es kacke ist. Das hatte ich schon mal hier. Aber das hier, ja, kann ich jetzt so leider nicht bewerten, was den Airflow angeht. Es wird schon irgendwo passen, denke ich. Auch hier, Betriebssystem ist nicht mit dabei. 2 Jahre Garantie kennen wir auch. Und dann wären wir ja auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei 1844,17 Euro. Das System soll kosten 2000 Flocken, also circa 156 Euro fürs Zusammenbauen. Ist auch noch im Rahmen, ist okay. Man weiß ja, je teurer die Systeme werden, desto mehr Differenz haben wir da drin. Hängt natürlich auch irgendwo damit zusammen, wenn jetzt eine teure Komponente, zum Beispiel eine Grafikkarte, die kostet jetzt, sagen wir, 800 Euro und die droppt innerhalb eines Tages um 100 Euro, was durchaus passiert, die müssen wir bei Geizhals gucken, dann habt ihr natürlich diese krasse Differenz da drin. Es gibt Systeme da draußen, die kosten 400, 500 Euro mehr. 156 ist noch im Rahmen. Teilweise sage ich ja sogar, je nachdem, wie viel das kostet, 200 Euro ist noch im Rahmen. Konfigurationstechnisch habe ich da jetzt nicht so viel dran auszusetzen. Wie gesagt, das Gehäuse kann ich leider nicht bewerten. Der RAM ist so ein persönliches Thema auch von mir. Ich weiß halt, dass der AEGIS viele Defekte hatte, deswegen verbaue ich ihn nicht. Ihr habt natürlich Garantie auf das System, wenn irgendwas mit dem RAM ist, könnt ihr zurückschicken, aber den Ärger kann man sich halt direkt ersparen. Ich wäre da vielleicht sogar auf RGB-RAM gegangen. Es hätte halt preislich noch reingepasst und würde auch gut aussehen in dem System. Ansonsten ist der Rest soweit okay. Wenn ihr das wirklich bestellen wollt für 2000 Flocken, dann geht her und nehmt vielleicht anderen RAM. Zumindest die Ripjaws. Die sind zwar auch nicht RGB beleuchtet, aber qualitativ doch ein bisschen besser. Und als letztes haben wir hier noch den 3100er. Da gucken wir uns den jetzt auch nochmal genau an. Hier bei dem Bild sieht man halt gefühlt nichts. Guckt man sich das zweite an, das ist A, sehr klein und B, ja, irgendwie auch nichts beleuchtet, irgendwie was nicht drin sein könnte, das passt soweit. Wir haben ja als Prozessor einen i9-12900KF. Das ist natürlich so ziemlich der schnellste Prozessor, den ihr aktuell kriegen könnt. Es gibt noch den KS und bei AMD den 5800X3D, der aber nur in der Gaming-Performance teilweise besser ist wie Intel. Also das ist wirklich schon ein Top-Prozessor, überhaupt keine Frage. Jetzt kommen wir aber zu einem Thema. Wir haben hier einen BeQuiet Darkrock 4. Der Darkrock 4 ist angegeben mit einer TDP-Klassifizierung von 200 Watt. Der Prozessor macht aber 125 bis 241 Watt. Der kann sich auch durchaus noch mehr genehmigen, ne? Je nachdem, wie viel ihr ihn auslastet. Also 241 ist, nett gesagt, noch unterste Grenze. Ich denke mal, so 280 kann er sich durchaus reinschaufeln. Und da wird dieser Luftkühler auf jeden Fall nicht ausreichen. Ich hatte schon so mit dem Gedanken gespielt, ob ich vielleicht mal Dubaro anhaue und dann sage, hey, schickt mir den mal, dass ich ihn mal testen kann. Vielleicht mache ich das noch nachträglich, wenn die da Bock drauf haben. Ich weiß nicht, ob die mir ein 3000-Euro-System schicken. Aber ich hatte das von Kreativecke auch schon hier, also warum nicht? Also das ist, finde ich, wirklich sehr, sehr gewagt, eine 12900KF mit einem Darkrock 4. Doch niemals mehr den Pro, sondern einfach nur den Darkrock 4 zu kühlen. Ich vertraue da nicht so drauf, muss ich wirklich sagen. Hier haben wir auch wieder ein Gigabyte Z690 Gaming XDDR4. Z690 Chips dazu im Übertakten gut geeignet. Ist natürlich irgendwo Einsteiger-Mainboard. Ja, also es gibt durchaus noch bessere. Die Grafikkarte ist eine 3080 Ti. Das ist vernünftig gewählt. Ja, eine 3090 gibt es natürlich auch, 3090 Ti auch. Aber die Preisspanne gegenüber mehr Leistung lohnt sich einfach nicht. Nehmt mal 3080 Ti, wenn ihr eine gute Grafikkarte wollt. Alles andere ist unnötiges Geldausgeberei. Also würde ich so nicht machen. Hier haben wir tatsächlich schon 3600 MHz RAM drin, die Ripjaws. Die Ripjaws, ja, sind okay qualitativ, aber ich erwarte bei dem Preispunkt was anderes. 32 GB sind natürlich okay. Hier haben wir auch eine 2TB Samsung 980 Pro, die ist sauschnell. Ihr seht es hier selber, 7000 MB in Lesen und 5100 MB in Schreiben. So eine schnelle SSD brauchen Leute, die viele Daten hin und her schaufeln, ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel viele Videodateien habt und ihr rendert auch viel. Ich habe zwar auch viele Videodateien, aber mich stört es halt nicht. Ist schön, dass es drin ist, gar keine Frage. Ob es nötig ist, weiß ich nicht. Also für mich wäre es nichts. Dann haben wir hier einen 1000 Watt BeQuiet Straight Power 11. Im Netzteilrechner kommen wir auf 684 Watt maximale Leistungsaufnahme unter Volllast. 1000 Watt reicht natürlich dicker aus. Ist auch qualitativ völlig in Ordnung. Auch 5 Jahre Garantie, 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Das ist auch völlig in Ordnung. Jetzt kommen wir hier zu so einem Punkt, das Gehäuse. Das ist ein Fractal Define 7
PCGH Edition schallgedämmt. Was daran jetzt die PCGH Edition ist, kann ich nicht beurteilen, weil sie dazu auch kein Bild haben. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Branding drin ist oder ob sie irgendwo Löcher reingemacht haben, kein Plan. Das ist grundsätzlich kein schlechtes Gehäuse qualitativ. Es ist schallgedämmt. Ja, ihr seht, es ist sehr geschlossen. Wir haben hier so eine Lüfterreihe bzw. so Lüftungsschlitze und auf der anderen Seite halt auch. Ich glaube aber nicht, dass man die Hardware, die sowieso luftgekühlt ist, da ist keine Wasserkühlung drin, diese luftgekühlte Hardware mit einem 12900K und einer 3080 Ti in dem Case gut gekühlt kriegt. Natürlich betreibt ihr die Komponenten nicht unter Dauerlast. Das verstehe ich auch. Nur wenn ihr mal, sagen wir, ihr wollt jetzt, ihr kauft einen 3000 Euro PC, ihr wollt mit Sicherheit streamen, sonst macht das eigentlich keiner. So, und ihr macht einen 24-Stunden-Stream oder so, das Ding wird gut warm. Weil der rendert ja permanent, der ist zwar nicht immer auf 100% Auslastung, aber wenn ihr zockt und rendert und das hochlädt und vielleicht nebenbei noch aufnehmt, weil ihr das irgendwie speichern wollt, das wird auf jeden Fall gut warm, die Kiste. Da ist halt Hardware drin, die wirklich Wärme erzeugt. Ja, dieser Intel-Prozessor, der kann sich richtig was genehmigen, wenn man dem kein Limit setzt. Die Grafikkarte mit einer 3080 Ti, die wird auch gut warm. Hier ist es auch egal, welches Kühldesign das ist. Die Wärme kommt, ne, das ist klar. Also ich hätte auf jeden Fall irgendein Mesh-Gehäuse genommen. Ein 5000D von Corsair von mir aus oder irgendwas in der Art. Und wenn es ein Silentium-PC-Gehäuse gewesen wäre mit einer Mesh-Front, völlig wurscht. Also in das Gehäuse hätte ich die Komponenten nicht eingebaut. Finde ich sehr, sehr mutig. Kann sein, dass ich mich irre. Ich versuche vielleicht wirklich mal bei Dubaro zu fragen, ob sie mir das zuschicken, dass ich es testen kann. Ihr kennt das ja aus den anderen Videos. Bei dem Kreativ-Ecke-PC habe ich auch gesagt, der wurde sehr, sehr laut unter Volllast. Ne? Beziehungsweise es war unter Cyberpunk. Das war noch nicht mal mehr irgendwie mit Cinebench oder so. Das war einfach nur in-game. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier Probleme gibt. Der Lüfter war schon nicht so geil, beziehungsweise der CPU-Kühler, aber das Gehäuse. Eieiei. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Da landen wir bei 2.909,30 Euro. Und das System kostet 3,1. So, jetzt haben wir so die Range von 200 Euro fürs Zusammenbauen, ist auch noch okay. Also abzocken tun sie es euch damit nicht. Also was ich wirklich heftig finde, dass man versucht, eine 12900KF mit dem Darkrock, noch nicht mal bei dem Pro zu kühlen, ja, in so einem Gehäuse, was so geschlossen ist. RGB-Rahmen braucht man bei so einem Gehäuse nicht, ist klar, sieht man sowieso nicht. Also ich hätte einiges anders gemacht. Wie gesagt, preislich gesehen waren die alle drei okay. Es gibt aber bei jedem PC irgendwas, wo ich sage, hätte ich anders gemacht hier, hätte ich anders gemacht da, kann auch an meiner persönlichen Meinung liegen, die gebe ich euch ja immer so weiter, klar. Ich lese mir natürlich auch hier und da ein paar Tests durch, aber das meiste kommt wirklich aus der persönlichen Erfahrung und ich würde sagen, ich würde mir diese Systeme standalone ohne irgendwas umzukonfigurieren so nicht kaufen. Ich habe auch beim letzten Video schon gesagt, nehmt ein anderes Netzteil oder nehmt ein anderes Mainboard und so. Das sind so Kleinigkeiten, aber hier sind wirklich so Ausreißer drin. Wie gesagt, diese Luftkühlung für den 12900KF finde ich sehr, sehr mutig. Und ja, ich würde so die drei Systeme so standalone nicht kaufen. Ich bin da anderer Meinung, sagen wir es so, wie es ist. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.